Guten Morgen, ihr Kleinen. Ich habe es tatsächlich nicht vergessen. Aber ich bin noch ein bisschen im Arsch. Ich habe jetzt schon geduscht. Ja, und jetzt muss ich mal frühstücken und die Katzen füttern und das Bett machen und hier ein bisschen lüften und so. Und ich glaube dann... ich glaube dann fange ich mal an, ein bisschen die Sachen für heute Abend vorzubereiten, weil heute ist ja der Auftritt im Prinz Willi. Und ich hoffe, meine Stimme bleibt nicht so tief. Ich hatte heute Morgen schon so irgendwie, weiß nicht, so komisch Schleim auf den Stimmen. Das habe ich irgendwie seit meiner letzten Erkältung. Und das geht nicht weg. Und heute ist es besonders schlimm. Ich frage mich, ob das irgendwie psychisch bedingt ist, weil ich weiß, dass heute ein Auftritt ist. Keine Ahnung. Jedenfalls gucke ich jetzt einfach mal, wie mein Tag sich so entwickelt. Dort fressen die Kleinen jetzt. So, das hier ist mein Frühstück. Der Avocado-Cheesecake. Ich habe Angst, dass es dann schlecht wird und ich esse den schon die ganze Zeit, immer morgens, abends und so. So, ich habe mich jetzt gerade mal ein bisschen geschminkt. Dann habe ich das auch schon mal abgehakt. Ich hätte euch ja gerne gezeigt, wie ich mich schminke, aber das ist mir echt ein bisschen peinlich. Weil ich halt echt kein Profi bin. Das sieht wahrscheinlich in der Kamera auch jetzt richtig doll aus. Ach übrigens, hier, ich konnte mich nicht entscheiden. Diesen Ohrring oder diesen Ohrring? Was meint ihr? Ich habe jetzt nochmal zwei verschiedene drin gelassen, weil ich dachte, dann kann ich mich vielleicht entscheiden sie über den Tag heute Abend. Oder ich frage Tobi nachher, wenn er kommt. Ich spiele hier gerade mal mit der Kamera ein bisschen rum, weil ich mich echt noch überhaupt gar nicht damit auskenne. Ich habe jetzt mal den automatischen Belichtungsmodus ausprobiert. Mal gucken, wie das funktioniert. Wisst ihr, was ich mich die ganze Zeit schon gefragt habe? Ich glaube, ich weiß, warum ich immer so jung aussehe. Wegen meinen schiefen Zähnen. Weil das haben ja nur so pubertierende Menschen. Halt, wenn man gerade anfängt, ein bisschen größer zu werden und so, dann sind die Zähne halt meistens auch noch extrem groß und schief. Und ich habe ja auch extrem große und schiefe Zähne, also ich glaube, das ist vielleicht der Punkt. Jedenfalls bin ich gerade dabei, ein bisschen zu üben und ich bin, glaube ich, heute echt nicht für einen Auftritt gemacht. Also ich bin ja schon so komisch aufgewacht, irgendwie mit so, was ich vorhin schon sagte, mit so einem Schleimwald auf den Stimmbändern. Und ich musste 100 Mal niesen und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe Schnupfen. Meine Stimme ist auch immer noch so tief und so und irgendwie, ich weiß nicht, meine Augen brennen so. Von meiner Stimmung wäre gestern besser gewesen. Aber ist egal, es ist jetzt so. Und ich werde das Beste daraus machen. Ich werde jetzt nochmal You Are My Sunshine üben. Weißt du, ich habe hier so mega belichtet. Das ist doch auch irgendwie nicht so gut, oder? You are my sunshine, my only sunshine. Ganz berauscht, fallen meine Arme und der Fallschirm geht auf. Und noch einmal. Oh, 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 oh. Wow, atemlos durch die Nacht. Spür, was Leben mit uns macht. Schädel frei, großes Kino für uns zwei. Atemlos. Dankeschön. Und das ist das, was noch in der Stadt ist. Das ist unscharf. Das ist sonst.